So, dann darf ich mich zunächst auch darüber freuen, dass ihr alle hier heute wieder hierher gekommen seid. Ich habe mal nachgeguckt, es ist, glaube ich, heute die 10. Veranstaltung, die in Bayern läuft. Und alleine dadurch, dass ihr durch euer Kommen immer wieder aufzeigt, wie wichtig es euch ist, sollten wir auch mal den Steinbergers, nämlich der Hedwig und dem Rainer, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Denn ohne die beiden säßen wir hier heute nicht zusammen. So, mein Thema heute ist Grundlagen zur HSP. Ich weiß, dass ich den einen oder anderen von euch da möglicherweise schon mit langweilen werde, weil ihr viele das alle kennt. Aber der Kreis wächst ständig, deshalb habe ich gesagt, ich bringe auch Teile daraus zumindest nochmal neu. Ich darf ein paar Gedanken zur HSP-Forschung bringen und zusätzlich ein paar Tipps. Das ist die menschliche Nervenzelle in einem schönen Schaubild. Und ihr seht, dass es da eine ganze Menge Dinge drin gibt, auf die wir heute nicht alle eingehen können. Aber das Ding wird uns in den nächsten paar Minuten kräftig beschäftigen. Viele von euch, die mit mir häufiger sprechen oder die Fragen zum Thema HSP haben, wissen, dass ich die Zelle gerne vergleiche mit einer Großstadt. Mache ich hier auch. In der Großstadt gibt es zum Beispiel ein Rathaus. In der Großstadt gibt es Gesundheitszentren, eine Klinik. In der Großstadt gibt es Kraftwerke, zum Beispiel Stadtwerke. In der Großstadt gibt es auch Fabriken, hier eine Autofabrik. Und ganz wichtig, in der Großstadt gibt es richtig, richtig viele Straßen. Und auch die Straßen und all das andere, was hier drin ist, gibt es tatsächlich auch in unseren Nervenzellen. Und in den Nervenzellen ist richtig viel Leben. Und darauf gehen wir jetzt mal ein. Das Bild ist im Prinzip wieder das gleiche wie das erste. Hier habe ich jetzt nur ein paar Dinge aus der Stadt übertragen. Ihr seht, die Fabrik, die es in der Stadt gibt, die gibt es auch bei uns in der Nervenzelle. In der Nervenzelle heißt die Fabrik. Mediziner haben ja immer Fremdworte. In der Zelle heißt das Ding Ribosom. Das Rathaus gibt es auch in der Zelle. Das ist im Zellkern oder das ist der Zellkern. Es gibt jede Menge Straßen in der Zelle. Die Mediziner sagen die Straßen, die Mediziner sagen Mikrotubuli. Und Kraftwerke. Nur die Kraftwerke sind die Mitochondrien. Kommen wir gleich drauf. Zusätzlich im Gesundheitszentrum, auch das gibt es, ich sag mal, das heißt in der Zelle endoplasmatisches Retikulum. Muss man sich nicht merken. Ich wollte nur mal darstellen, was es eigentlich bei uns in den Nervenzellen gibt. Und habe einfach die Vergleiche zur Stadt mal dargestellt. Gehen wir mal ganz kurz auf unsere Zelle ein. Das ist die menschliche Nervenzelle und jede Zelle, das ist das Erstaunliche, hat ungefähr eine Länge von einem Meter. Unsere Zellen, das sind die von der HSP betroffenen Zellen, sind tatsächlich die längsten Zellen im menschlichen Körper. Da oben ist der Zellkörper. Der Zellkörper sitzt im Gehirn, hat etwa einen Bereich, wenn ihr euch das linke Ohr und das rechte Ohr vorstellt und ihr würdet mit dem Finger drüber gehen, dann habt ihr dort etwa den Bereich, in dem diese Zellen sitzen. Das ist das Bewegungszentrum. Von dem aus geht dann ein langer Strang nach unten durch die Wirbelsäule. Und das ist der Teil, bei dem euch die Ärzte immer sagen, das ist der Teil, der bei euch bei der HSP degeneriert. Was da genau passiert, gehen wir gleich noch drauf ein. Frage ist, wie viel solcher Zellen gibt es denn wohl in unserem Körper?
Hintergrund der Frage ist ganz einfach. Wir werden immer wieder informiert, dass bei uns die Zellen nicht funktionieren. Und manche Leute glauben, das ganze Bewegungszentrum, die Nervenzelle, ist eine einzige. Das stimmt nicht. Ihr seht hier eine einzige Zelle, aber in der Summe sind das ein paar tausend Zellen, die für die Bewegung und für die Beweglichkeit und für die Bewegungssteuerung zuständig sind. Ist für uns auch wichtig, denn wir sagten gerade, die Zellen, die Axone hier unten, die Dinger, die degenerieren. Wenn wir davon nur eines hätten, könnten wir alle schon nicht mehr laufen. Ich habe das Bild gewechselt. Ihr seht, jetzt habe ich nur noch einen Hinweis, nämlich das Rathaus, der Zellkern. Deshalb, weil wir uns jetzt wirklich nur mit diesem kleinen, mit dem Zellkern beschäftigen. Warum machen wir das? Im Zellkern und wirklich nur dort liegen alle unsere Gene. Und deshalb, weil wir eine genetische Erkrankung haben, beschäftigen wir uns jetzt mal damit. Kurzer Hinweis noch zum Aufbau. Das haben wir alle schon mal gehört. Die Gene sind aufgebaut in Form einer sogenannten Doppelhelix. Doppelhelix ist nichts anderes als eine Leiter, die in sich verdreht ist. Ihr seht das hier in dem Bild, die Stiele, die ich da gerade abfahre, die sind verdreht. Und die Sprossen in der Leiter, das sind chemische Basen. Nämlich, ich nehme nur die Buchstaben A, T, C und G. Manchmal wird bei HSP-Lern vermittelt, dass diese Doppelhelix deshalb doppelt ist, weil der linke Teil vom einen Elternteil und der rechte vom anderen Elternteil wäre. Wenn ihr das hört, lacht bitte darüber. Das ist ganz, ganz großer Quatsch. Sowohl von Vater wie von Mutter haben wir beide die Gene. Die Gene sind alle doppelt und jedes Gen von Vater wie von Mutter ist mit der Doppelhelix versehen. Warum doppelt? Im Zellkern teilt sich das Ding auf, wenn ein Gen aktiv werden soll. Von der Aufteilung wird dann eine Kopie gemacht. Danach schließt sich das Ding wieder zusammen. Und nur die Kopie wird in den Zellkörper, also raus aus dem Zellkern, in den Zellkörper geführt und dort werden dann die Eiweiße produziert. Das aber nur am Rande, wesentlich eben die Doppelhelix ist jedes Gen. Ganz kurz ein paar Infos zu den Genen, die liegen in den Chromosomen. Im Zellkern liegen jetzt die Chromosomen, die sind letztlich aufgebaut wie eine Bibliothek. In jedem Chromosom liegen in der Summe die 20.000 Gene, die wir haben. Sie haben alle die Form der Doppelhelix und sie bestehen aus Exons und Introns. Wisst ihr, was das ist? Also, das Gen hat ja den Text für unser Eiweiß, was gebaut wird. Beim SPG4, was viele von uns haben, heißt das Eiweiß ja Spastin. Und das Spastin wird über die Geninformation gebaut. Ich vergleiche in Telefongesprächen, die wir führen, unser Gen, unsere Information im Gen, gerne mit einem Rezepttext für einen Kuchen. Dann wäre, wenn wir jetzt sagen, wir würden, ich komme aus Baden-Württemberg, wir würden eine Schwarzwälder Kirsch bauen, dann wären die Zutaten für die Schwarzwälder Kirsch hier in dem Teil definiert, was Exon heißt. Da steht also drin, so viel Milch, so viel Mehl, so viel Zucker. Es gibt Exons in verschiedenen Abschnitten und zwischendurch gibt es Introns. Die Introns sind jetzt die Teile, die genau sagen, was ihr mit Milch, mit Mehl, mit Zucker machen müsst. Also umrühren oder 20 Minuten lang stehen lassen oder was auch immer, das steht da drin. Wenn aus der Geninformation ein Eiweiß gebaut wird, dann werden vor dem Zusammenbau die Introns rausgeschnitten und nur die Exons werden genutzt, weil dort nur die Information drinsteht, also Milch, Mehl und Zucker. Natürlich nicht Milch, Mehl und Zucker,
Da sind Aminosäuren drin. Das wird aber jetzt ein eigener Vortrag sein. Frage: Wie viele dieser Basenpaare gibt es wohl in einem menschlichen, in einer Zelle? Wie viele Basenpaare der Doppelhelix sind insgesamt vorhanden? Also A, C, T und G, schätzt man. Ich frage deshalb, weil da sitzt so ein Genfehler drin und ihr müsst einfach verstehen, wie unsere Ärzte arbeiten und wo die nach Genfehlern suchen. Und wenn ihr wisst, ich habe einen Genfehler, dann liegt der irgendwo hier drin. Dann solltet ihr wissen, wie viele solcher Basenpaare gibt es insgesamt. Schätzen. In jeder Zelle. Wollt ihr nicht schätzen? Dann löse ich es. In jeder Zelle gibt es etwa 3 Milliarden Basenpaare. Und an einer einzigen Stelle ist irgendwo etwas kaputt. Und das ist eine Mutation. Die haben wir alle. Und bitte nie vergessen, unsere Ärzte suchen in 3 Milliarden Basenpaaren ein Basenpaar, was nicht richtig ist. Könnt ihr verstehen, warum das manchmal ein bisschen länger dauert, einen Genfehler zu finden? Zweite Frage, auf die ich jetzt nicht weiter eingegangen war, war, was ist die Aufgabe eines Gens? Hatten wir schon eben angesprochen. Ein Gen baut ein Protein, ein Eiweiß. Das ist so ein Gentext. Das hier ist der Gentext vom Gen Spastin. Ich habe das deshalb genommen, weil es die meisten von uns, die hier sitzen, als defektes Gen haben. Ich habe hier unten mal rot dargestellt eine kleine Mutation. Das ist nämlich meine. An meiner Mutation wird genau an der Stelle die Base C gegen T getauscht. Das Ding Spastin besteht aus insgesamt 1851 Buchstaben. Und dieses Gen Spastin, in dem kennt man heute etwa 500 verschiedene Fehler. Ihr erkennt, dass es Blödsinn ist, was manchmal im Internet steht, wenn da davon gesprochen wird, dass ein Gen eine einzige Mutation hat. Nein, bei uns in dem Thema HSP kennt man alleine im Gen Spastin ungefähr 500 Mutationen. Und wenn ihr die gesamte Menge der Gene auflistet, man kennt ja mittlerweile mehr als 80, dann haben wir mehrere zigtausend Mutationen, die man heute kennt. Bitte immer im Hinterkopf behalten, um zu verstehen, wie intensiv unsere Ärzte arbeiten müssen. Spastin habe ich gerade angesprochen und das Bild gezeigt. So ungefähr soll das Protein aussehen, was das Protein Spastin ist. Und dieses Spastin ist ein Mikrotubuli-trennendes Protein. Mikrotubuli hatte ich eben mal angesprochen, sind die Straßen. Wofür müsste man die Mikrotubuli wohl trennen? Stellt euch vor, eure Straßen zu Hause, in eurem Ort. Was passiert mit denen im Laufe der Zeit? Die Straßen kriegen Schlaglöcher. Was passiert dann? Dann kommt die Stadt mit den gelben Autos und auf dem Anhänger so ein bisschen Asphalt drauf. Der wird dann in die Löcher gestopft. Dann fährt einer mit der Rüttelplatte darüber und man glaubt, die Straße ist wieder in Ordnung. Halbes Jahr später ist das Loch noch wieder da, aber viel, viel größer. Unser Körper geht mit seinen Straßen andersrum. Unser Körper geht her und reißt die Straßen ab und baut die sofort komplett neu. Der Abrissunternehmer bei der Straße, der heißt Spastin. Und wenn bei uns das Spastin seine Arbeit nicht richtig machen kann, werden die Straßen nicht richtig abgebaut oder gar nicht abgebaut. Folglich werden die Schlaglöcher immer tiefer. Wofür braucht man wohl die Straßen? In unseren Zellen.
Darüber werden tatsächlich Nährstoffe innerhalb der Zelle transportiert. Da fahren Fahrzeuge drüber. Und die können nicht mehr fahren, wenn die Schlaglöcher da sind. Kommen wir gleich noch drauf. Das hier ist der lange Teil, der bei uns im Gehirn absitzt. An dem haben die meisten von uns die Degeneration. Und ihr seht hier in der Vergrößerung, dass es da jede Menge solcher Mikrotubuli, also Straßen, gibt. Und diese Straßen, die sind unser Problem. Und was da passiert, das kann ich euch jetzt mal versuchen, in einem Film zu zeigen. Da seht ihr, wie diese Straßen aufgebaut werden. Das sind die Mikrotubuli und diese kleinen Teile sind die Tubuline und aus denen werden die Mikrotubuli aufgebaut. Und ich habe erst bewusst den Aufbau gezeigt. Das sind Straßen innerhalb der Zelle. So, und jetzt ist das unser Spastin. Und das Spastin hat jetzt die Aufgabe, die Mikrotubuli, die Straßen zu trennen. Und das geht im nächsten Schritt. Da steht Severing-Protein, das ist trennendes Protein und schwupps, schon ist das Ding auseinander. Und das passiert immer dann, wenn die Straße ein Problem hat. Und jetzt seht ihr, wie das in der Zelle aussieht. Also richtig viel Aktivität. Da wird gerade so eine Straße abgebaut. Und das passiert bei uns in allen Zellen, in allen Nervenzellen, immer wieder dann, wenn das Ding in Anführungsschildchen renoviert werden soll. Und hier seht ihr jetzt, was da auf dem Mikrotubuli wirklich passiert. Ich sagte das eben schon mal, auf der Straße fahren Autos, nämlich Transporter. Und die haben die Aufgabe, Nährstoffe innerhalb der Zelle nach unten zu transportieren. Also in der Wirbelsäule von oben nach unten. Da steht Vesikel und Vesikel ist nichts anderes als eine Einkaufstüte. Der Fahrer von dem Wagen ist gerade in der Bäckerei gewesen, hat Brötchen, Butter geholt. Die sind in der Einkaufstüte drin. Das sind Nährstoffe. Und die werden jetzt innerhalb der Zelle nach unten transportiert. Fahren wir mal ein Stückchen weiter. Dann seht ihr das Ding jetzt hier nochmal. Und da steht jetzt dran Motorprotein. Motorprotein ist tatsächlich der LKW, das Fahrzeug, was diese große Einkaufstüte transportiert. Das Motorprotein kann auf den Mikrotubuli fahren, weil SPG4 gearbeitet hat. Wer von euch hat eine Mutation im SPG10 oder im SPG30? 31 kommen wir da später drauf. Das 10er oder das 30er sind beides Proteine, die den Bauplan für ein Motorprotein enthalten. Das heißt, wer von euch, wenn einer dabei wäre, wer so eine Mutation im SPG10 hätte, der kann davon ausgehen, dass sein LKW nicht richtig ist. Jetzt hätte zwar die Straße kein Problem, aber das SPG10 funktioniert nicht, der Motor klappt nicht und deshalb können die Nährstoffe nicht nach unten transportiert werden. Folge, die Zelle degeneriert. SPG4 ist sauber, aber SPG10 wäre kaputt. Gehen wir weiter. Lassen wir das Motorprotein jetzt ein bisschen weiter nach unten fahren. Dann seht ihr jetzt hier wieder was Interessantes. Da gibt es jetzt da oben wieder die Straße und da unten hängen Mitochondria drunter. Mitochondrien, was sind das? Kraftwerke. Sind Kraftwerke. Ich sage jetzt mal ganz einfach, unterhalb der Mikrotubuli sind das Tankstellen, Kraftwerke.
Wer hat eine SBG7-Mutation? Das sind einige. SBG7 oder SBG31 hatten wir eben. SBG31, das sind beides Gene, die für den Aufbau von Mitochondrien zuständig sind. Jetzt habt ihr folgendes Thema. Die Straße funktioniert, der Transporter funktioniert, aber der kriegt keine Energie, weil die Tankstelle nicht funktioniert. Der Effekt ist wieder genau der gleiche wie beim defekten SBG4 oder bei einem defekten SBG10. Die Nährstoffe werden nicht nach unten transportiert, die Zelle degeneriert. Ich stelle das deshalb dar, lass das jetzt eben noch weiterlaufen, ich stelle das deshalb dar, weil ihr einfach erkennen sollt, wie unterschiedlich die SBG sind, dass der Effekt aber immer ein ähnlicher ist. Das könnte ein Grund dafür sein, dass wir alle auch mit unterschiedlichen SBGs so unterschiedlich schlecht laufen können. Ich hatte euch gerade an dem schönen Video dargestellt, was passiert, wenn das SBG4 kaputt ist, wenn das SBG10 kaputt ist, das SBG30 kaputt ist oder hier unten SBG7 oder SBG31. Viele andere Stellen gibt es da noch, bei denen die Gene, die HSP-Gene, an anderen Stellen aktiv sind. Der Effekt ist aber immer ein ähnlicher. So, das sind die Folgen, die wir alle kennen, nämlich die häufigsten Symptome der HSP. Die häufigsten Symptome sind die Gehbehinderung. Viele von uns kennen Blasenstörungen und seltener und abhängig vom Gen sind Sehstörungen, Sprachstörungen, Beteiligung der Arme, Hände, Finger, sind kognitive Störungen, sind aber auch Themen wie Epilepsie und weitere Symptome, die immer seltener werden. Will ich nicht jetzt groß drauf eingehen, denn da sind immer wieder eigene Vorträge. Ein Hinweis für euch, den ich immer wieder ganz interessant finde, es gibt auch Personen, die zeigen trotz vorhandener HSP-Mutation keinerlei Symptome. Warum das so ist, weiß man bis heute nicht. Beim SBG4 spricht man in dem Zusammenhang von etwa 15%. Ich selbst kenne Familien, in denen das der Fall ist. Da haben mehrere Personen eine SBG4-Mutation, zwangsläufig in der Familie auch die gleiche Mutation an der gleichen Stelle. Und trotzdem hat ein Teil der Familienmitglieder bis ins hohe Alter keinerlei Symptome. Bisher ist nicht klar, woran das liegt. Man vermutet, dass es sogenannte Modifier-Gene sind. Das sind Gene, die etwas modifizieren, die etwas verändern. Die könnten möglicherweise dann selbst eine genetische Mutation haben und deren Mutation wäre dann positiv und hätte den guten Effekt in dem Fall aufs SBG4. Sind aber alles Vermutungen, lässt sich bis heute noch nicht nachweisen. Untersuchungen gab es dazu, wir haben dabei mitgewirkt und haben viele Leute, die eben familiär diese Disposition haben, dass es Menschen mit Mutation und Symptomen und Menschen mit Mutation und ohne Symptome gibt, haben wir in die Studie reingebracht. Ergebnis, wie gesagt, kam keines raus. So, jetzt zweiter Bereich meiner Überlegungen, ein paar Gedanken zur HSP-Forschung. Ich weise als erstes auf einen fantastisch guten Vortrag hin, den Dr. Beetz mit uns zusammen als Webinar veranstaltet hat. Er geht dabei ganz intensiv auf aktuelle Ansätze der internationalen HSP-Forschung ein. Ich will die jetzt hier nicht einzeln darstellen, bitte euch aber, mal in unser Forum reinzugehen und in unseren YouTube-Kanal und euch das Video anzugucken. Es lohnt sich wirklich. Hier in einer Zeitschiene mal so ein paar Eckpunkte der Forschung dargestellt. Die begann mit dem Herrn Strümpel Ende des 19. Jahrhunderts, also 1860. Da hat er zum ersten Mal die HSP beschrieben. Dann passierte lange Zeit gar nichts. Mag politisch bedingt gewesen sein.
Und erst in den letzten Jahren nimmt die HSP-Forschung wieder richtig Fahrt auf. Ich habe drei Bereiche bewusst mal durch die Farbigkeit etwas hervorgehoben. Es gibt hier die erste Klassifikation. Da hat man dann festgestellt, das kam aus England, die Frau Professor Harding hat festgestellt, dass es reine, unkomplizierte Formen gibt. Das ist erst in dem Zeitpunkt festgestellt worden, vorher war das nicht bekannt und nicht bewusst. 1999 erst ist das Spastin-Gen entdeckt worden. Das war das vierte, was man gefunden hat. Das erste war das SPG1, was etwa 94 gefunden wurde. Und das Forschungsthema HSP hat gewaltig an Fahrt aufgenommen. In 2010 hat man dann erkannt, dass es sehr, sehr viele Formen gibt, die man über neue Genanalysemethoden kriegen kann. NGS heißt Next Generation Sequencing. Und das war ein Meilenstein, ein Durchbruch. Seit dem Zeitpunkt ist für euch die Menge der Genetiker, das ist über die Menge der Gene, die man heute diagnostizieren kann, drastisch angestiegen. Noch 2010 hatten wir etwa eine Menge von 50% von 30% an HSPlern, die eine Diagnose hatten. 70% hatten keine. Heute hat man 60% mit Diagnose und 40% haben keine. Das ist da als Erfolg zu sehen. Ihr seht das auch an der Menge der Gene, die man heute kennt. Aktuell sind mehr als 80 HSP-Gene bekannt. Genetiker gehen davon aus, dass man in ein paar Jahren 200 kennen wird. Die Menge der Gene, die man rausbekommt, wächst tatsächlich ständig. Von den 80, die man heute kennt, lassen sich 60 nachweisen, denn bei den 60 kennt man tatsächlich genau den Ort, an dem man suchen muss, bei den anderen leider noch nicht. Nicht verwechseln bitte mit der Panel-Technik, das ist die Next-Generation-Technik, bei der auf einen Schlag 130 Gene untersucht werden. Das sind alle HSP-Gene, nämlich die 60, die man untersuchen kann. Zusätzlich aber noch genetische Erkrankungen, die zu ähnlichen Beschwerden führen, wie wir sie haben. Zum Beispiel Ataxien. Die sind mit ihren Genen auch auf dem Panel enthalten und deshalb kommt man auf die 130 Gene. Im Moment, wie gesagt, bekannt 80. Die Menge steigt ständig. Für uns wird es jetzt als Laien ein bisschen problematischer, denn für uns war es bisher immer so ganz locker. Ein neues Gen, was gefunden wurde, hieß immer SPG, nämlich Spastik Paraplegia Gen, und kriegte dann die Ziffer dahinter. Eins, das erste, was da 94 gefunden wurde, bis im Moment, glaube ich, 81, was das letzte ist, was eine SPG-Nummer bekommen hat. Es gibt mittlerweile aber auch Gene, die keine SPG-Nummer mehr bekommen. Ist für uns schade, war für uns Laien immer ganz leicht und ganz einfach. Für uns wird es jetzt ein bisschen komplizierter. So, jetzt muss ich ein bisschen weiter nach hinten fahren, damit ich das noch selber lesen kann. Da jetzt nur ein paar Grundinformationen. Ein paar Gedanken zur Genforschung. Neue proteinbildende Gene müssen gefunden werden. Wir haben jetzt mehrfach gehört, man geht davon aus, man hat 200, 80 kennt man. Die anderen sind bisher noch nicht bekannt. Und das ist brutal schwer, solche Gene zu finden. Geht nur dann, wenn viele von euch, bei denen der Genfehler noch nicht gefunden ist, mitmachen. Sie müssen Blut abgeben und ihr Blut wird untersucht. Wichtig, dass dann aus der Familie auch andere mitmachen, denn wenn jemand, bei dem der Genfehler noch nicht gefunden ist, in seinen Genen eine Mutation hat, dann könnte das zum Beispiel ein Muttermal auf dem Rücken sein. Hat nichts mit HSP zu tun.
kriegt man dadurch raus, dass in der Familie möglicherweise mehrere Leute die gleiche Mutation haben und alle haben das Muttermal auf dem Rücken. Dann weiß man, die Mutation hat nichts mit HSP zu tun. Man muss bei dem HSPler weitersuchen. Kann man aber nur dann ausschließen, wenn aus der Familie möglichst viele mitmachen. Deshalb die Bitte an die von euch, die noch keine Mutation nachgewiesen haben, seid bereit, ihr müsst nur einmal Blut abgeben und bittet möglichst viele Mitglieder aus eurer Familie mitzumachen. Wenn ich mal kurz fragen darf, es klingt jetzt für mich so, als wenn es sinnvoll wäre, wenn ein Betroffener zum Beispiel auch eine Probe eines nicht betroffenen engen Verwandten abgeben würde. Eindeutig ja. Eindeutig ja. Mein Kenntnisstand ist aber, dass nicht betroffene Kinder aus ethischen Gründen nicht untersucht werden dürfen. Stimmt. Ich habe jetzt auch nicht von Kindern gesprochen, sondern von Erwachsenen. Eindeutig, aber der Hinweis ist ganz richtig, Kinder dürfen nicht untersucht werden. Hat auch wirklich Sinn, macht wirklich großen Sinn, die nicht zu untersuchen. Nein, ich rede hier wirklich von Erwachsenen. Also von Geschwistern, von Eltern, von Onkel und Tanten. Da macht das wirklich großen Sinn. Bei Kindern würde ich es auch selber nicht machen wollen. Aber der Hinweis ist wichtig. Herzlichen Dank. So, aber deshalb erkennt ihr, warum dieser Prozess sehr, sehr aufwendig ist. Zusätzlich sollte man nicht unterschätzen, dass es auch nicht proteinbildende Gene gibt, Steuerungsgene, die auch einen Einfluss auf die HSP haben können. Da ist man noch dran und forscht und sucht. Mit dem Teil hat man erst relativ spät begonnen, ist aber notwendig und auch den brauchen wir. Und ich brauche jetzt nochmal gerade einen Schluck Wasser. So, Grundlagenforschung. Wenn man so ein Gen tatsächlich gefunden hat, dann ist die Aufgabe herauszufinden, was macht dieses Gen eigentlich? Ihr habt das eben in dem Filmchen gesehen, das SPG4, das schneidet. Warum muss man das wissen? Das muss man nur deshalb wissen, damit man möglicherweise über die Symptomatik, über die entstandene Symptomatik, Therapien entwickeln kann. Ich muss also nicht unbedingt den Genfehler an sich korrigieren, sondern ich muss, wenn ich weiß, was das Gen macht, Wege finden, mit denen ich die entstandenen Symptome auf alternativen Weg anpacken, behandeln, möglicherweise beseitigen kann. Wir kommen da gleich noch etwas detaillierter drauf. Rauszukriegen ist also, was machen die Gene eigentlich falsch? Und rauszukriegen, ist diese Fehlfunktion möglicherweise korrigierbar? Was passiert, wenn ein Genfehler korrigiert wurde? Ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, die leider über eine Studie zu einem sehr, sehr unschönen Ergebnis geführt hat. Dieses Bild stellt dar, wie die HSP über die Bewegungsfähigkeit im Normalfall verläuft. Die Bewegungsfähigkeit ist hier am Anfang noch ganz in Ordnung, dann gibt es hier irgendwo einen Knickpunkt, bei vielen von uns im dritten Lebensjahrzehnt, und dann nimmt die Bewegungsfähigkeit ganz langsam ab. Es gab jetzt eine Überlegung, an der Stelle, wo die grüne Linie hier ist, in einem Tiermodell das Tier wieder gesund zu machen. Hört sich jetzt klassisch toll an. Kann man ein Tier wieder gesund machen? Ja, der Dr. Beetz hatte die Idee, eine Maus zu entwickeln. Eine Maus, die die HSP hat. Bei dieser Maus sollte ein Teil der Geninformation, ein Exon, was ihr eben mal gelesen oder gehört habt, sollte ein Exon gerade gedreht eingebaut werden. Und sein Gedanke war, das, was ich da künstlich an Genfehler eingebaut habe, kann ich bei der Maus später wieder zurückführen. Geht bei uns nicht, unsere Genfehler sind nicht künstlich eingebaut. So, was wollte er dabei feststellen? Sein Gedanke war, ich will feststellen, was passiert, wenn ich an der Stelle, wo ich hier die grüne Strichlinie eingeführt habe, den Genfehler korrigiere.
Das Optimum wäre hier oben die grüne Linie. Der Genfehler ist korrigiert. Er zeigt niemals Symptome. Der Mensch, in dem Fall die Maus, ist wieder komplett gesund. Alternative, immer noch ganz nett, der Zeitpunkt, zu dem die HSP beginnt, ist wesentlich nach hinten verschoben. Wäre für uns alle ja schon ein großer Vorteil. Möglichkeit 3, der Punkt, an dem sie beginnt, bleibt zwar gleich, aber die Symptomatik verläuft wesentlich langsamer. Auch das wäre für uns alle ein Vorteil. Möglichkeit 4, trotz der Korrektur, die hier stattgefunden hat, passiert gar nichts. Die HSP läuft ganz genauso, als hätten wir den Genfehler nicht korrigiert. Diese Aussage, die Dr. Weetz haben wollte, wäre für die HSP-Therapieentwicklung ganz entscheidend. Denn wenn wir wüssten, dass die Korrektur des Genfehlers gar nichts bringt, dann müsste man sich mit Gentherapie bei uns auch nicht weiter beschäftigen. Wenn man wüsste, die bringt sehr viel, dann müsste das unser absolutes Ziel sein. Ich rede hier immer im Konjunktiv. Leider ist nämlich dieses Projekt von Dr. Weetz, was zu 100% finanziert wurde, politisch nicht genehmigt worden. Es ist nicht genehmigt worden, dass der Dr. Weetz an der Stelle, oder an der Stelle hier vorne schon, Mäuse bauen konnte, die eine genetische Mutation haben, und dass er die dann hier hinten wieder korrigieren durfte. Politisch nicht erlaubt worden. Für mich unverständlich. Gehen wir weiter. Das war also, was passiert, wenn ein Genfehler korrigiert wurde. Wir haben jetzt mehrfach von Degeneration gesprochen. Und die Frage ist, ist denn so eine Degeneration, der Nerv stirbt also ab, ist die korrigierbar? Es scheint tatsächlich so zu sein, als hätte der Körper eine Möglichkeit, den Nerv zu regenerieren. Da arbeitet eine französische Gruppe um die Frau Professor Dürr dran. Ist aber erst relativ neu und ist jung. Das Thema ist noch nicht bis zu Ende. Ich stelle es nur dar, weil ihr von mir immer wieder hört, wie viel und wie intensiv an der HSP geforscht wird. Dieser Punkt ist hochinteressant. Wird aber sicherlich ein paar Jahre dauern, bis wir da Ergebnisse haben. Immer wieder gehört habt ihr in den letzten Monaten oder 2 Jahren etwas zum Thema CRISPR-Cas. CRISPR-Cas ist eine Gentherapie, bei der im Gen eine Korrektur vorgenommen wird. CRISPR-Cas haben wir im Forum bei uns seitenweise drüber geschrieben. Es gibt neben dem CRISPR-Cas ältere Verfahren. Zinkfinger war der erste, den wir irgendwann rausbekommen haben. Und bei Zinkfinger hatten wir versucht, damals, das ist jetzt schon 8, 9 Jahre her, mit der Charité in Berlin in Kooperation zu gehen, um das bei der HSP zu probieren. Das konnte bei der HSP, zumindest beim SBG4, nicht funktionieren, weil die Menge an Spastin, die dann produziert worden wäre, reduziert werden musste. Bei der Zinkfinger hätte man nämlich das defekte Gen komplett stillgelegt. Egal welche dieser Lösungen gewählt wird, CRISPR-Cas könnte das Interessanteste sein. Die vor 2 Jahren hier waren, wissen, dass damals vor 2 Jahren der Dr. Regensburger hier und Dr. Kohl hier einen Vortrag zu dem Thema gehalten haben. Problem ist, dass die Technik noch nicht so weit ausgestattet ist und so weit ausgereift ist, dass man es in Menschen bei der HSP ansetzen könnte. In Zellkulturen wird damit gearbeitet. In Zellkulturen werden genetische Fehler über den Weg entweder neu eingebracht oder korrigiert. Beides ist für die Forschung extrem wichtig. Am Menschen setzt man es bei HSP im Moment noch nicht an. Es gibt erste Krankheitsbilder, bei denen man aber auch jetzt versuchen wird, im Menschen damit zu arbeiten. Bedingung ist aber immer, dass man damit nur, und das nur steht in Anführungsstrichen, in Körperzellen arbeitet. Man darf damit nicht
in den Zellen arbeiten, die für die Fortpflanzung verantwortlich sind. Also nicht in der Eizelle und nicht im Spermium. In anderen Ländern, da speziell in China, wird im Moment auch in Eizellen und in Spermien damit gearbeitet. Aus meiner Sicht ist das unverantwortlich. Denn damit spielen wir lieber Gott. Denn die Änderung, die man da in den Eizellen und im Spermium vornimmt, die sind nicht mehr rückgängig machbar. Und das bitte, meine ich, müssen wir in der Menschheit ethisch klären. Ihr merkt es an mir an, ich halte da gar nichts von. Ich bin der Meinung, wir dürfen nicht in die Genetik der Gestalt eingreifen, dass wir die Entwicklung der Menschheit verändern. Ein ganz interessantes Thema kam in den letzten Monaten über ein Medikament mit dem Namen Zolgensma, was entwickelt wurde für eine genetische Erkrankung, die zu ähnlichen Problemen führt wie bei uns. Eine Erkrankung, die bei der spinalen, die spinale Muskelatrophie heißt, auch genetisch ist und bei der über eine Gentherapie die genetische Erkrankung korrigiert wurde. Gigantisch. Erster Nachteil, das Ding kostet pro Person in der Anwendung 2,1 Millionen Dollar. Hört sich jetzt so richtig brutal an. Bedingung, warum das so teuer ist, ist natürlich, weil die Entwicklungskosten extremst hoch waren. Und diese Entwicklungskosten müssen natürlich über die Patienten wieder reingeholt werden. Aber was macht man da? Man schleust über diese Gentherapie eine funktionsfähige Variante des betroffenen Gens in die Körperzellen ein. Wieder nur in die Körperzellen. Das ist in Ordnung. Und dieses Gen, was dann zusätzlich eingebaut wurde, über eine Fähre, die Fähre ist ein sauber gemachter Virus, über die Fähre wurde das eingebaut und dieses Gen wird in den Körperzellen sofort aktiv und verhindert, dass die spinale Muskelatrophie startet. Bedingung dafür ist, dass es das Baby kriegt. Möglichst schnell nach der Geburt, damit die Degeneration erst gar nicht einsetzen kann. Vorteil, wenn das Ding einmal gegeben wurde, ist es eine Einmalbehandlung im Leben. Die Behandlung hält dann ein Leben lang. Und die Kinder, die damit behandelt werden, haben mit spinaler Muskelatrophie mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nichts mehr zu tun. Die Behandlung ist freigegeben, sie wird vermutlich im nächsten Jahr auch in der Europäischen Union freigegeben werden. Wäre gigantisch auch für uns. Nachteil bei uns, weshalb wir es in meinen Augen nicht machen können, wir müssten das auch in der frühen Kindheit machen. Wer von uns weiß denn schon in der Kindheit, ob er HSB kriegt oder nicht? Innerhalb von Familien könnte man das feststellen, ob der Genfehler da ist oder nicht. Aber bevor eine solche Therapie bei HSB käme, müsste man die natürlich auch testen. Funktioniert die? So, und jetzt macht euch bitte klar, wir kriegen so eine Infusion und jetzt müssen wir testen, wann kommt die. Die Effekte müssten bei behandelten und bei nicht behandelten Personen verglichen werden. Bis die HSP wirksam wird, ist normalerweise drittes Lebensjahrzehnt. In diese drei Lebensjahrzehnte würden die behandelten und die nicht behandelten Personen miteinander verglichen. Aber so lange läuft die Studie. Und erst im vierten Lebensjahrzehnt könnte man feststellen, ob ein Effekt bei HSP da ist. Deshalb glaube ich, ist die Lösung für die HSP keine. Denn wer würde vier Jahrzehnte eine Studie machen und finanzieren?
Dennoch, ihr seht, wie viel läuft. Und das sind alles Punkte, die in meinen Augen irgendwann zu Invarianten, zu Lösungen für uns nicht nur führen könnten, sondern führen werden. Das ist eine Idee, die ihr schon mitbekommen habt, die aus Australien kommt. Die Australier gehen ja vor und sagen, wir geben unseren HSP-Patienten mit SPG4 Hustensaft. Und Hustensaft funktioniert. Nicht wundern. Der Hustensaft, den die geben, enthält einen Wirkstoff, der heißt Noscapin. Den gibt es auch in Deutschland. Der Hustensaft oder die Hustentropfen heißen in Deutschland Kapval. Zugelassen sogar für Kinder. Viele unter uns haben Kapval sich vom Arzt verordnen lassen und haben gesagt, probieren wir mal, ob es bei der HSP tatsächlich funktioniert. Nachteil ist, wir wissen noch nicht die Dosis, die man tatsächlich braucht. Die Australier testen im Moment die Dosis. Sie sagen, das müsste funktionieren. Und dieser Hustensaft funktioniert nur deshalb, weil er einen sogenannten trockenen Husten verhindert. Und der trockene Husten entsteht im Hustenreflexzentrum des Gehirns. Das heißt, das Noscapin, der Wirkstoff, kommt tatsächlich ins Gehirn rein und dort könnte er unter Umständen auch für HSP wirksam sein. Denn, wieder die Australier, sie haben festgestellt, dass sie die Peroxisomen beeinflussen wollen. Was sind das? Der Peroxisomentransport, der ist nämlich gestört, weil die Mikrotubuli-Trennung nicht funktioniert. Und wenn die Mikrotubuli-Trennung wieder funktionieren würde, dann könnte Noscapin aktiv werden und die Peroxisomen, veraltet heißen die auch Mikrobodies, ist aber jetzt nicht wichtig, die Peroxisomen sind Zellbestandteile, die einen vielfältigen Stoffwechsel haben und sie gelten als älteste Entgiftungsapparate. Sollte in der Zelle der Entgiftungsapparat Peroxisom tatsächlich bei SPG4 nicht mehr funktionieren und sollte das Noscapin den wiederherstellen können, so die Überzeugung der Australier, dann wird die Symptomatik des SPG4 positiv beeinflusst. Das Laufen sollte wieder besser werden. Ein anderer Punkt könnte bei SPG11 und SPG15 funktionieren. Tideglosid ist ein Wirkstoff, der in anderen Erkrankungen des Gehirns eingesetzt wird und der dort funktioniert. Es gibt Überlegungen, dieses Präparat, diesen Wirkstoff, auch bei Patienten mit SPG11 bzw. SPG15 einzusetzen. Haben wir jemanden hier, der sich dafür näher interessiert? Ja. Das sollte vielleicht nachher mal auch ein Gespräch sein können mit der Frau Professor Winner, denn in Erlangen wird an dem Thema ganz intensiv gearbeitet. Könnte ich mir vorstellen, dass Sie gleich mal miteinander ins Gespräch kommen. Weiterer Gedanke. Atrovastin. Beim SPG5 ist das eingesetzt worden. Hat jemand SPG5 mitgemacht bei der Studie? Also, das war der Gedanke, dieser Wirkstoff könnte bei der SPG5 funktionieren, weil er ein cholesterinsenkendes Medikament ist und das schien und scheint bei SPG5 wirksam zu sein. Studie ist abgeschlossen, bisher ist da kein positives Ergebnis rausgekommen. Man hat zwar festgestellt, dass im Blutwert durch die Behandlung die gemessenen Werte besser geworden sind, aber wir müssten es bei uns im Liquor haben, also in der Flüssigkeit, die im Rückenmark ist, und da war nichts rausgekommen. Deshalb leider kein Ergebnis.
Ganz neu ist eine Untersuchung, die über eine Studienarbeit rausgekommen ist. Dabei hat man mit induzierten pluripotenten Stammzellen gearbeitet und hat dort SPG4 erzeugt. Und man hat in einer Arbeit festgestellt, dass es möglicherweise ein Leberpräparat gibt, was bei SPG4 die Symptomatik positiv beeinflussen könnte. Zusammenfassend war nämlich dieses Präparat in der Lage, von allen getesteten Verbindungen alle drei in SPG4 Nervenzellen nachgewiesenen Typen zu retten und führte zu einer Zunahme des Neuritenwachstums, also des Nervenwachstums. Wäre gigantisch. Studie ist ein halbes Jahr alt. Bis man da zu einem Ergebnis kommen könnte, sind viele Voraussetzungen zu erfüllen. Kurz noch Hinweis auf die Studien, die wir selber in unserem Förderverein und mit eurer Hilfe gemacht haben. Nonsensmutationen gab es die Überlegung. Etwa 25-30% von euch haben eine Nonsensmutation, kommen in allen HSV-Genen vor. Deshalb war das unsere Überlegung, können wir da mit einem Wirkstoff, der derzeit in USA entwickelt wird oder dessen Entwicklung abgeschlossen ist, können wir da was machen? Er funktioniert tatsächlich begrenzt bei einer anderen genetisch bedingten Erkrankung, bei einer Muskelatrophie. Er funktioniert dummerweise nicht bei HSP. Der Test war notwendig, um das überhaupt rauszukriegen. Wir haben es gemacht, wir hatten ein positives Ergebnis erhofft. Leider kam das nicht. Zweite Studie, die wir gemacht haben, Physiotherapie. Die wird im Frühjahr des nächsten Jahres in Tübingen von den Ergebnissen her mit höchster Wahrscheinlichkeit vorgestellt. Wir haben mit Tübingen vereinbart, dass wir das Anfang des Jahres machen. Die Studienergebnisse scheinen positiv zu sein, sodass wir dort wirklich einen Effekt für uns alle haben könnten. Vorstellen dürfen wir es erst, wenn die Studie veröffentlicht ist. Das letzte Gespräch mit Frau Dr. Schüle in Tübingen hat ergeben, dass die Präsentation in Kürze gemacht werden kann und wir einen Zeitraum im Frühjahr ausgeguckt haben. Da wird es einen HSV-Infotag an der Uniklinik in Tübingen geben, aber keine Sorge für alle, die sagen, ich kann nicht nach Tübingen kommen. Die Ergebnisse werden dann auch schriftlich für euch zur Verfügung stehen. Pre-SPG4 ist eine Studie, die in Tübingen läuft. Die läuft im Moment auf Hochtouren. Dabei werden Verwandte von SPG4-Patienten, die keine Symptome haben, noch keine Symptome haben, macht mal jemand die Tür auf, ja. Dabei werden Verwandte von SPG4-Patienten untersucht, ob die möglicherweise auch Symptome zeigen können und ob man die über die Entwicklung frühzeitig erkennen kann. Bedeutet, als Hintergedanke und als Ziel, wenn wir tatsächlich rauskriegen könnten, kann man die HSP-Problematik frühzeitiger durch irgendwelche Biomarker, durch Blutwerte, durch Untersuchungen im Kernspin, kann man die frühzeitiger erkennen, könnte man frühzeitiger mit möglichen Behandlungen anfangen und den Zeitraum, bis zu dem der HSP-Patient SPG4 sich sauber und ordentlich bewegen kann, verlängern. Möglicherweise sogar so, dass die SPG4 dann gar nicht ausbricht. Studie ist im Moment, wie gesagt, auf Hochtouren im Laufen. In Erlangen läuft die Stoffwechselstudie. Da waren viele von euch, wenn sie mitgemacht haben, ich weiß nicht, hat jemand in Erlangen mitgemacht? Ja, wäre jetzt auch eigenartig, wenn die Bayern da nicht mitgemacht hätten. Ja, viele von euch waren jetzt zum zweiten Mal da. Erst mit der Auswertung der zweiten Ergebnisse lässt sich feststellen,
ist der Stoffwechsel über die HSP im SBG4 tatsächlich beeinträchtigt. Bei SBG11, glaube ich, hat man das festgestellt, dass es da eine Beeinträchtigung gibt. Wenn der Stoffwechsel auch im SBG4 beeinträchtigt wäre, hat man da möglicherweise einen ganz anderen therapeutischen Ansatz. Deshalb ist die Studie absolut wichtig. Und die derzeit laufende neue Studie ist die Testplattform zum Entwickeln von SBG4-Medikamenten. Da sage ich jetzt gar nichts zu. Warum nicht? Weil das nachher die Frau Professor Wiener viel, viel besser kann als ich. So, es gibt aber für alle HSPler, bei denen der Genfehler nachgewiesen ist, eine ganz andere Therapieform. Nicht für sie selbst, sondern eine Therapieform für ihre Kinder. Oh Gott, die Feuerwehr ist außen. Es gibt eine Therapieform für die Kinder. Wir könnten nämlich heute bei allen HSPlern, die Kinder zeugen wollen, erreichen, dass ihre Kinder komplett gesund sind. Bedingung ist, die HSP ist nachgewiesen. Unsere Kinder müssten alle keine HSP mehr haben. Das ist ein Verfahren, was in Deutschland leider nicht erlaubt ist. Aber ich empfehle in Gesprächen jungen Familien immer, informiert euch zumindest, holt euch Informationen, denn in Belgien ist es erlaubt, in Tschechien ist es erlaubt, in England ist es erlaubt, sogar in den erzkonservativen USA ist es erlaubt. Aber nach USA muss man gar nicht fahren. Belgien oder hier Tschechien wäre das naheliegendste. Was da passiert, das zeige ich euch jetzt mal in dem Filmchen. Carmen Neagu leidet an CMT. Das ist die Abkürzung für Charcot-Marie-Tooth-Syndrom, ein erblich bedingter Gendefekt, der starke Muskelschwäche hervorruft. Auch Carmen Neagus Vater litt an dieser Nervenkrankheit. Sie ruft zunächst Lähmungen und Empfindungsstörungen an Händen und Füßen und dann am ganzen Körper hervor. Als es für Carmen und ihren Mann Gabriel darum ging, eine Familie zu gründen, wollten sie sicher sein, diese Erbkrankheit nicht weiterzugeben. Ich wollte Kinder haben und wissen, wie hoch meine Chance war, ein gesundes Kind zu bekommen. Man sagte uns, dass ein 50-prozentiges Risiko für CMT bestünde. Carmen Neagu wollte auf Nummer sicher gehen und ein gesundes Kind ohne CMT-Mutation zur Welt bringen. Deshalb musste sie durch eine In-vitro-Befruchtung schwanger werden. Die Hälfte ihrer Embryonen trug den Gendefekt, die andere Hälfte nicht. Durch die moderne Präimplantationsdiagnostik konnten die Mediziner im Vorfeld die Embryonen mit Gendefekt herausfiltern. Alle Embryonen sollten auf die erbliche Störung CMT untersucht werden. Der Gendefekt wird von einer Generation zur nächsten weitergegeben. So ist man heute technologisch dazu in der Lage, das defekte Gen herauszulesen. Deshalb ist es Paaren möglich, dieses Erbrisiko auszuschließen. Ohne die Kenntnis aller menschlichen Gene wäre ein solches Herausfiltern bestimmter Mutationen nicht möglich. Die Kartierung des menschlichen Genoms war also eine echte Revolution. Aber es bleibt eine schwierige Aufgabe. Genetiker haben bislang hunderttausende Abschnitte im Genom untersucht, um die spezielle Mutation für CMT zu identifizieren. Die in vitro erzeugten Embryonen von Carmen und Gabriel wurden auf die Mutation hin untersucht. Anhand einer Biopsie von 5 bis 7 Zellen wird die DNA der Embryonen auf die genetische CMT-Mutation hin geprüft. Hochmoderne
moderne Technik ermöglichte es, die CMT-Mutation innerhalb weniger Tage zu isolieren. Danach wurde ein Embryo ohne Gendefekt ausgewählt. Aus dieser Schwangerschaft ging Lukas hervor, ein Kind des 21. Jahrhunderts. Die CMT-Mutation ist aus Carmen Neagus Familienerbgut erfolgreich beseitigt worden. Es ist erstaunlich. Diesen Gendefekt kann man nicht behandeln, aber man kann ihn verhindern. So, ich finde es einfach wichtig, dass ihr das wisst. Erzählt es jungen HSPler. Bedingung ist, sie müssen dann wirklich nach Belgien, nach Tschechien oder nach England. Weil es in Deutschland nicht erlaubt ist, müssen sie es auch selber bezahlen. Das muss man immer bitte dabei betrachten. Und jeder muss für sich die ethische Entscheidung treffen, will ich das machen oder nicht. Unsere Politiker in Berlin waren der Meinung, dass es die ethische Entscheidung heißen muss, nein, es ist nicht erlaubt. Ich bin der Überzeugung, ich persönlich, bei HSP sollte es erlaubt sein. Aber da muss jeder bitte für sich selbst die Entscheidung treffen. Ich mache da kein Geheimnis raus. Jeder hat seine Entscheidung da für sich zu treffen. Aber wir sind erwachsene Menschen. So, ganz kurz noch, und da mache ich nicht, ich mache das jetzt im Heilgang, diese vier Punkte noch. Nimmt jemand von euch als Antispastikpräparat Tolperison? Nein, das ist nicht so. Dann gut. Ich habe jetzt immer wieder in Gesprächen festgestellt, dass Ärzte Tolperison verordnen. Sollte er bitte bei HSP nicht mehr machen. Es gibt einen roten Handbrief, aus dem klar hervorgeht, dass Tolperison nur noch bei der Behandlung von Spastizität nach Schlaganfall benutzt werden darf, nicht mehr bei HSP. Wer von euch nimmt Magnesium? Ganz viele, ich auch. Der Nutzen von Magnesium ist nicht nachgewiesen. Sollte man wissen, Schaden tut es nicht. So habe ich mir gesagt, deshalb kann man sich jeden. Bitte? Magnesium war nur die Frage, wer von euch nutzt es. Und dann eben hier der Hinweis, der Nachweis, dass Magnesium wirklich einen Nutzen hat, ist medizinisch nicht belegt. Zum Schmunzeln für den einen oder anderen kommt jetzt eine spaßige Lösung. Gurkenwasser. Gurkenwasser soll in der Lage sein, Spastik zu minimieren. Es gibt tatsächlich Studien aus den USA, die das belegen. Und ich sage ganz simpel und ganz einfach, schaden kann es nicht. Wer gerne Gurken, Gewürzgurken isst und das Wasser wegschüttet, sollte das einfach mal trinken. Ja. Ganz kurz nochmal zu dem Tolperisol, warum nicht? Wann ist es schädlich auch? Ja, jetzt ja. Tolperisol. Entschuldigung, wenn ich nochmal zurück. Ich bin ja schon wieder mit Tolperison. Nach dem aktuellen Roten Handbrief soll die Anwendung von Tolperison auf die orale Anwendung symptomatischer Behandlung von Spastizität nach Schlaganfall beschränkt werden. Bisher waren Tolperisonhaltige Präparate auch bei schmerzhaften Muskelverspannungen, insbesondere als Folge von Erkrankungen der Wirbelsäule und des axonalen Gelenks und Spastizität bei neurologischen Erkrankungen allgemein indiziert. Für diese Indikation steht nach der aktuellen Datenlage der mögliche Nutzen in keinem Verhältnis zum Risiko. Bitte ganz einfach Internet, Tolperison und roter Handbrief, dann geht da noch sehr viel mehr raus hervor, warum man das nicht machen sollte, welche Nebenwirkungen da auftreten können. Es steht auch bei uns in unseren Internetseiten zu den Präparaten bei HSP ganz klar so drin. So, das wie gesagt ganz kurz war das Thema Gurkenwasser. CBD-Öl spreche ich immer wieder gerne an. Hanf?
ist ein Hanfpräparat, aber das, was nicht süchtig macht. Ich empfehle immer wieder den HSPlern, gerade wenn es abends um das Thema zuckende Beine geht. Hat da jemand von euch Probleme mit? Abends zuckende Beine? Einige. Das ist ein Weg, der problemlos helfen könnte. CBD-Öl ist Hanföl, aber ist nicht das THC, nicht das Süchtigmachende, sondern ist wirklich der Teil, der relativ problemlos oder sogar ganz problemlos genutzt werden kann. Wenn ihr es macht, stellt euch das Ding bitte über unsere Seite We Can Help. Das, was wir über We Can Help haben, ist sauber. Es gibt das Zeug leider auch billiger und nicht unbedingt sauber und führt dann zu unangenehmen Symptomen, die auftreten können. Letzter Punkt, Empfehlung eines Physiotherapeuten bei den zuckenden Beinen. Legt euch abends im Bett, wenn es im Bett zuckt, ganz simpel unter die Seite, die zuckt, einen Tennisball unter die Arschbacke. Tatsächlich funktioniert das. Ein Tennisball. Und da, deshalb ist der Tennisball hier dargestellt. Der Tennisball drückt auf den Nerv und dadurch kommt der Impuls nicht mehr nach unten durch. Es ist ganz geckig, es funktioniert tatsächlich. Ich mache das seit Jahren, weil es mein Physiotherapeut mir so empfohlen hat. Und es kostet nichts, bis auf den Tennisball, aber es funktioniert. So, also noch ein Gedanke. Wer von euch hat Störungen im Verdauungsapparat? Wo funktioniert der Abfluss, der Stuhlgang nicht? Hat keiner mehr Probleme mit? Viele von uns haben das. Da ist der Stuhlgang so weit fest, dass da nichts mehr rauskommt. Das einfachste Mittel, nehmt Müsli. Esst morgens in gar keinem Fall Brötchen, esst möglichst wenig Schokolade. Müsli ist der Bringer. Das sind nichts anderes als Ballaststoffe, die dann dazu führen, dass der Stuhl nicht so fest wird. So, damit bin ich aber jetzt wirklich durch. Habe etwas länger gebraucht.